Und fröhlich geht es weiter bei Let's Play Moomin Smaragd. Seht ihr, diesmal habe ich euch nicht ein halbes Jahr warten lassen. Wir machen direkt weiter. Letztes Mal haben wir ja den Arena-Kampf gegen Ben und Svenja verloren. Aber diesmal werden wir uns auf den Kampf vorbereiten. Ich werde nämlich Hanzumi und Komori weiterentwickeln. Ja, bei Hanzumi wird das Ganze nicht so schön enden, weil der ein oder andere weiß es vielleicht, der dieses Let's Play schon länger verfolgt. Wenn wir Killia zu Gardevoir weiterentwickeln, dann spinnt ihr Sprite irgendwie rum. Also das Sprite ist dann irgendwie verbuggt. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, aber ich glaube, wenn wir weiterhin in diesem Spiel erfolgreich sein wollen, dann müssen wir Killia weiterentwickeln und ja. Es muss dann halt als hässliches Endline weiterleben. Kommen wir leider nicht drum rum. Jetzt werde ich mich aber erstmal auf die Suche nach einem Blattstein für Komori machen. Ich habe erfahren, dass auf Runde 119 einer sein soll. Also fliegen wir mal nach Fortree City. Habe ich dich schon besiegt? Ja, habe ich. Es wäre ganz gut, wenn ich noch ein paar Gegner finden würde, damit ich halt Hanzumi trainieren kann. Oh, was haben wir denn hier? Ein Elixier! Wie konnte ich das nur übersehen? So, und ich meine, hier unten irgendwo muss der Blattstein sein. Aber erstmal wildes Momon. Es ist ein Tentacher! Ist ja kein Problem für die kleine süße Hanzumi. Schockwelle, los! Und besiegt, das reicht aber bestimmt nicht für ein Level-Up. Nope, da müssen wir noch ein paar Kämpfe bestreiten. Da folgt schon der nächste. Es ist Wingull, da kann ich natürlich auch die Schockwelle einsetzen. Mühsam ernährt sich die kleine Hanzumi und versucht möglichst viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Ach je, ich habe das Gefühl, das wird ein langer Tag und das ist jetzt hoffentlich der Blattstein. Oh, die Tasche ist voll. Super! Irgendwas muss weg, aber was? Was kann weg? Was kann weg? Alles noch ziemlich brauchbar eigentlich. Oh, ich könnte Hanzumi auch mit dem Sonderbonbon weiterentwickeln, aber jetzt hat sie schon fast die Erfahrungspunkte gesammelt, die nötig sind. Und ich habe 7 Nuggets. Warum habe ich so viel Gold bei mir? Meine Güte. Warum gebe ich das nicht mal alles aus? Okay, schmeißen wir das mal weg. Nein, nicht nochmal in den Rucksack. Das Item aufheben. Ach, Komori wird sich freuen. Schnell ausgerüstet. Moment mal, hat sie sich nicht durch den Blattstein weiterentwickelt? Verwechsel ich da jetzt was? No use, es hat keinen Effekt. Hm. Was muss ich dann machen? Eine Sekunde, ich habe hier meinen praktischen Spielebelaber. Ich muss ihn nur zu greifen bekommen. Komm her, du. Nun denn, dann werfen wir mal einen Blick in die Pokédex-Abteilung. Wie entwickelt sich Komori weiter? Das möchte ich jetzt wissen. Verzeiht mir, dass ihr jetzt ein bisschen warten müsst, aber das sind wichtige Informations, die ich gerade brauche. Wenn ich es nur finden würde, dieses verdammte Pokémon. Ich meine, es taucht relativ früh im Höhlen-Pokédex auf. Ne, hier ist nur Killia und Gardevoir. Wo ist denn das verdammte hier? Ah, da ist es. Wie entwickelt es sich weiter? Mal gucken. Mit einem Wasserstein! Oh yeah, jetzt muss ich natürlich nur noch herausfinden, wo ich den Wasserstein bekomme. Wasserstein, Wasserstein. Auf Route 124 oder am Schiffswrack. Ich meine, dass man bei Route 124 mit einem Typi Items tauschen muss, um den Blattstein zu bekommen.
Nun denn, dann würde ich mal sagen, auf zum versunkenen Schiff. Wungal, mein kleines Liebes, flieg uns mal bitte ganz geschwind hin. Husa, und weg sind wir. Und jetzt werde ich erstmal mein ganzes Gold in einem Geschäft verkaufen. Moment, gibt's hier keinen Shop? Anscheinend nicht. Nun gut, dann fliegen wir in die nächstbeste Stadt. Also ich weiß aber, dass es hier ganz gewiss einen Supermarkt gibt. Da unten ist er ja schon. Hallo, wie geht's denn? Ich habe eine Menge Nagel zu verkaufen. Da, 7 Nuggets. Und auf einmal bin ich wieder reich. Hahaha. Kann ich dir noch weiterhelfen? Nein, ich muss jetzt dringend zum Schiffswrack. Ich habe dort wichtiges Business zu erledigen. Lauf, Held, lauf, auf dass wir bald beim Schiffswrack ankommen. So, und ich hoffe, ich habe noch Schutz dabei. Super Repel, ja, 3 Stück, das müsste eigentlich ausreichen. Ach, und es gibt hier noch Trainer, die ich nicht herausgefordert habe. Das ist ja richtig toll, dann bekomme ich die Erfahrung, die ich brauche, oh yeah. Also das dürfte ja, denke ich mal, reichen. Tentacool, also Tentara, Level 25, das müsste mir eigentlich genug Erfahrungspunkte geben. Ich hätte auch Psychokinese einsetzen können. Yep, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Denn, wow, es umwickelt mich. Ich habe genug Hentais gesehen, um zu ahnen, wo das enden wird. So, dann steigen wir auf, steigen wir auf, steigen wir auf, steigen wir auf. Nein! Aber da kommt noch ein Kaniwanner. Dumpti-dumpti-dum-dum-dumpti-dumpti-dum-dum. Machen wir Psychokinesen. Nee, ist ja ein Unlichttyp, was sag ich? Schockwelle! Du hast null Chance gegen die Macht von Hanzumi. Und sie steigt auf. Das heißt, sie wird sich gleich weiterentwickeln. Ha, Hanzumi entwickelt sich. Oh, wer hätte das gedacht? Das kleine Mädchen wird endlich erwachsen. Und wir bekommen ein wunderschönes Gardevoir. Yep, hier sieht sie noch normal aus, aber soweit ich mich erinnere, sobald wir mit ihr kämpfen, ändert sich ihr Aussehen drastisch. Und ich möchte jetzt eigentlich nur in das Schiffswrack und nicht noch gegen weitere Trainer hier kämpfen. Ach, aber ich möchte das Item da oben haben. Und naja, zusätzliche Erfahrung kann ich natürlich immer gut gebrauchen. Ich liebe Wasser-Pokémon, aber andere Pokémon liebe ich auch. So, der Matrose und die Cool Trainerin zusammen mit 6 Pokémon, das wird ein langer Kampf. Go, Hanzumi, Komori, ihr seid dran und ihr seht, Gardevoir hat ein... Joa... Gardevoir ist zum Emo geworden. Aber da kommen wir jetzt leider nicht mehr drum rum. Da Gardevoir halt viel stärker ist als Kilia, müssen wir unbedingt Gardevoir haben. Und was mache ich mal gegen Pico? Secret Power. Jetzt müsste eigentlich auch die Psychokinese ausreichen. Yep, sie reicht aus. Schwalbos! Oh, der wird uns doch hoffentlich keine Probleme bereiten. Nein, natürlich nicht. Und auch Klein Wungal geht down. Get down. Und das dauert doch. Leute, ich will doch nur das Item haben, was da liegt. Müsst ihr es mir denn jetzt so schwer machen?
und paralysiert. Sehr schön. So, langsam könnte Komori aber ruhig mal wieder aufsteigen. Oh, Machoyo! Oh nein, setz nicht Doppelteam ein! Wir möchten diesen Kampf doch nicht unnötig verlängern! So, das wird hoffentlich richtig sitzen. Yep, it's super effective! Und KO! Ach, und schon wieder paralysiert, dann würde ich sagen, ja, greif mich ruhig an, macht mir nichts. Dann würde ich mal sagen, Psychokinese auf dich und Secret Power auf dich. Und waren das jetzt alle? Ich habe nicht richtig nachgeguckt. Ich hoffe mal, das waren alle. Ja, wir haben alle Pokémon besiegt. Ich habe verloren. Mama, Mama, bitte nimm mich tröstend in die Arme. Das war überhaupt nicht süß. Oh nein, mein Gardevoir ist nicht mehr süß. Ich liebe starke Trainer. Registriere mich in deinem Pokénav. Na, meinetwegen. Hätte zwar lieber das Mädel registriert, aber was soll's. Dafür haben wir immerhin ein Sternstück bekommen. Und da wären wir nun auf dem verlassenen Schiff. Hoffentlich endet das nicht so wie in Resident Evil Revelations, dass das ganze Schiff voller Genmutanten ist. Wäre allerdings für Pokémon mal ein ganz cooler Plot-Twist. Jetzt muss ich nur noch den Wasserstein finden, der hier irgendwo sein soll. Machen wir einen Doppelkampf? Ja, machen wir. Junge, dreh dich mal um. Junge! Warum um alles in der Welt bist du denn hier? Du musst ziemlich neugierig sein. Jo, bin ich. Ah, ich wurde gefunden. Hä? Was, hä? Ja, du wurdest gefunden, na und? So, Weimar und Zickzacks. Gegen Gardevoir und Komori. Also Hanzumi und Komori, meine ich. Mal Schockwelle auf dich und Secret Power auf dich. Und Volltreffer, es hat gereicht. Sehr schön. Nun, Schockwelle oder erst anderes Pokémon in die Arena, meinetwegen. Oder Muramon, Verzeihung, Muramon in die Arena. Und Komori erreicht endlich Level 36 und erlernt sie was Neues. Nein. Dabei könnte sie echt dringend neue Attacken gebrauchen. So, dann ist nur noch ein Pokémon übrig. Verzeihung, Muramon, ich sag ständig Pokémon. Dabei sind das doch kleine, süße, putzige, zum liebhabende Muramon. Komm, eine Schockwelle noch und du bist besiegt. Wie hieß der Junge? Demetrius? Oh mein Gott. Deine Mutter muss dich echt gehasst haben, dass sie dir so einen Namen gegeben hat. Du bist ein starker Trainer, lass mich dich registrieren. Oh, aber natürlich. Sehr schön, sehr schön. Und da ist ein alter Mann. Alter Mann, möchten Sie kämpfen? Oh, Schiffe dieser Art sind selten, also werfe ich meinen Blick hierauf. Hm, es scheint noch andere Kabinen zu geben. Allerdings. Wenn ich jetzt so wüsste, wo der Blattstein ist. Da liegt ein Item. Vielleicht ist das ja der Blattstein. Alter Mann, würden Sie mich bitte durchlassen? Ich habe wichtiges Business zu erledigen. Und es ist... Harmon-Mail. Und ist in der Mülltonne auch was drin? It's empty. Es
Ist mein Sack schon wieder voll? Mein Sack ist voll. Wie lustig ich wieder bin. Boah, wie gut, dass man in den Pokémon-Spielen heute unbegrenzt Items tragen kann. Weg damit. Weg damit. Wobei, ach, ich hätte ja eigentlich die Items nicht wegschmeißen müssen. So einen blöden Brief brauche ich ja eigentlich nicht, aber... Jetzt ist auch zu spät. Ah, ist es nicht spaßig hier? Nein, es ist nicht spaßig hier, denn ich bin auf der Suche nach etwas, das ich nicht finde. Und der hat mich gesehen. Ich will nicht kämpfen. Ich will doch einfach nur den blöden Blattstein haben und dann wieder von hier verschwinden. Leute, ist das denn so schwer zu verstehen? Es hat sich einmal gedreht. Uiuiuiui. Gerade war los, Schockwelle. Das dürfte ihm den Rest geben. Und als nächstes Mashok. Da sind wir natürlich auch mit der Psychogenese gut beraten. Ups, ich wurde versenkt. Versunken auf einem versunkenen Schiff. Die Tür ist verschlossen. Storage. Also das Lager. Was los, Dickwanz? Hast du da reingekotzt? Nein? Oh, ich werde total krank auf diesem Schiff. Es bewegt sich aber nicht mal. Oh, und sieh an, da brauchen wir den Taucher, aber den habe ich halt noch nicht. Aber im nächsten Raum ist ein Item. Hoffentlich ist es der Blattstein, der Wasserstein. Schutz wirkt nicht mehr, macht aber nichts. Und wir haben ein Fluchtseil gefunden. Joa, warum nicht? Fluchtseile sind durchaus praktisch. Und das ist hoffentlich der Taucherball. Den habe ich eigentlich nicht gesucht. Bist du auch ein Trainer? Das ist der perfekte Platz zum Erkunden. Oh, es ist so aufregend hier. Ich wette, es sind jede Menge Schätze an Bord versteckt. Meinst du? Ich bin ja nur wegen einem Item hierher gekommen. Yay, es ist ein Schiff! Ja, Junge, es ist ein Schiff. Hast du noch nie ein Schiff gesehen? Oh nein, der kleine Pupfwanz will kämpfen. Charlie! Hallo, Charlie! Lass mich eben ganz geschwind deinen Merrill besiegen, damit ich meinen Wasserstein finden kann. Oh oh, Konfusion wollte ich eigentlich nicht einsetzen, aber vielleicht reicht es ja doch noch. Nein, aber vielleicht besiegt sich Merrill selbst. Komm, hau dir selbst eine. Nein, es setzt Walzer ein. Das voll viel Schaden macht, meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich diesen Kampf gewinnen kann, nur wenn diese Attacke jetzt richtig trifft. Und sie hat richtig getroffen. Wow, das war knapp. Ich hätte diesen Kampf fast verloren. Wow, du hast mich überpowert. So, es ist nur noch diese eine Kabine da, also muss der Wasserstein darin sein. Oder ein weiteres Pärchen. Oder dieses Item hier. Ein Beleber! Boah, und noch mehr Doppelkämpfe. Doppelkämpfe hier, Doppelkämpfe da. Ich will doch nur ein Item haben, Leute. Ich bin nicht gut im Schwimmen, aber ich bin gut im Kämpfen. Ach ja, dann lass mich dich mal vom Gegenteil überzeugen, kleines Mädchen. Zum Glück haben die auch nur zwei Pokémon. Sandama und Melil. Melil, ja. So, Schockwelle auf Merrill. Und Absorber auf Sandama. Also Komori kann echt ein paar HP dazu gebrauchen. Und das fügt bestimmt... Ja, oh doch, die Hälfte war's. Ganz gut. Dann machen wir jetzt Konfusion und nochmal Absorber und die Sache ist erledigt.
Dam-da-dam, Level 38 wurde erreicht. Ups, das ist nicht besonders gut gelaufen. Doch schon, für mich aber nur. So, hier geht's ja noch raus. Vielleicht ist hier der Wasserstein. Auf jeden Fall liegt da ein Item. Es ist der Schlüssel zum Lager. Okay, und was machen Sie hier, Wettervorschau? Ich untersuche dieses Schiff hier. Ich sollte den Scanner finden, aber ich hatte bisher keinen Erfolg. Jo, jetzt wo wir den Schlüssel haben, vielleicht kommen wir da ja weiter, ja? Aber jetzt besiege ich eben noch das Pärchen hier. Oh, wir suchen nach Schätzen, aber wir haben stattdessen einen Trainer gefunden. Ist ja sehr interessant. Erzähl mir mehr, junges Mädchen. Oh nein, sie ist schon vergeben. Ich werde für immer einsam und alleine bleiben. So, ich habe zwar nicht mehr viel Psychokinese, aber ich werde sie trotzdem einsetzen. Das hat leider nicht ganz so gewirkt, wie ich mir das erhofft habe. Ich habe gedacht, mindestens die Hälfte ziehe ich ab. Aber Illumise konnte ich mit einem Schlag besiegen. So, jetzt dürfte aber eine einfache Konfusion ausreichen. Oh, so stark! Yep. Unterschätzt mich bloß nicht. Ah, du machst mich so wütend. Und dafür werde ich dich registrieren. Okay, mach was du willst. Ist mir ziemlich Wumpe. So, dann geht's jetzt weiter. Heider geht's weiter. Ach, geh doch nicht da wieder runter. Und jetzt kriegen wir auch die Tür auf. TM13, Eisstrahl. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich aber doch mal noch einen Blick in den Spieleberater werfen, um zu gucken, wo denn jetzt der verdammte Blattstein, ich meine den Wasserstein. Und wie ich gerade sehe, muss ich dafür erst den Taucher haben. Ach, verdammt nochmal. Dann können wir also dieses dreckige, schmutzige, ekelhafte Schiff wieder verlassen. Wenn ich nicht wieder die Treppe runterlaufen würde. Ach ja, dann auf zurück zur Arena von Ben und Svenja. Nach Moosbach City. So, und da wären wir auch schon wieder. Nochmal schnell ins Pokémon Center. Und die Pokémon geheilt. Hallo und willkommen. Ja, wir kennen die Prozedur. Mach hin, Mädel. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Danke, dass du gewartet hast. Wir haben deine Pokémon wieder vollständig aufgepäppelt. So, ich habe nochmal einen Blick in den Spieleberater geworfen und herausgefunden, dass man ein Indigo-Stück gegen einen Wasserstein tauschen kann. Wenn ich jetzt nur so ein blödes Indigo-Stück habe, und außerdem weiß ich jetzt leider nicht mal, wie der englische Name ist, vielleicht ist es ja Indigo-Piece oder so. Aber anscheinend habe ich nichts dieser Art dabei. Mondstein, Energiepowder. Ja. Nope, ist nicht das bei, was ich suche. So, jetzt haben wir Hanzumi zu Gardevoir weiterentwickelt. Vielleicht hilft uns das ja beim Arena-Kampf weiter. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge herausfinden. Wer weiß, vielleicht level ich offscreen noch ein bisschen auf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Arena-Kampf wieder gegen Ben und Svenja. Also, bis dann, Leute. Wir sehen uns. Macht's gut und tschüss.